Ich grüße ganz herzlich über den Atlantik die Konferenz in Buenos Aires mit den herzlichsten Segensgrüßen. Ich bin Teil eines Projektes, das nennt sich House of One, von dem möchte ich kurz erzählen. Und dieses Projekt stellt etwas Besonderes dar. Das House of One Projekt ist ein Dialogprojekt, was mitten in der Stadt Berlin anfängt zu blühen und weit darüber hinaus wirkt. Zum ersten Mal versuchen dort Vertreter der Religion, in diesem Fall von Judentum, Islam und Christentum, gemeinsam ein sakrales Gebäude zu errichten. Das House of One, wo unter einem Dach sich eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge befinden werden. Von außen sieht es so aus. Hier sieht man den Siegerentwurf eines weltweiten Architekturwettbewerbs. Dieses Gebäude werden wir im Herzen Berlins errichten und wir werden in diesem Gebäude unseren Glaubenstraditionen nachgehen und gegenseitiges, respektvolles Miteinander einüben, voneinander lernen. In diesem Gebäude befindet sich zwischen diesen Sakralräumen ein vierter Raum, ein Raum der Begegnung, der offen ist für alle. In diesen Raum laden wir herzlich ein, Menschen, die anderes glauben oder Menschen, die religionslos sind, mit uns in den Dialog zu treten. Das Gebäude wird errichtet werden aus solchen Ziegelsteinen. Es ist also gemauert und mit dicken, festen Mauern vom Grund auf, verwurzelt in der Geschichte Berlins, soll es der Zukunft entgegenwachsen. Für alle, die Lust haben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Es ist also ein Dialogprojekt durch und durch, mitten in Berlin angesiedelt, aber es will wirken weit in die Welt hinein. Es will über den Atlantik wirken, es will Menschen ansprechen, die Interesse haben, andere kennenzulernen und es möchte einen Beitrag leisten für das friedliche Zusammenleben auf unserer einen Erde. Wir haben nur diese eine Erde, nur diese eine Welt. Wir gehören einer Menschheitsfamilie an. Und darum wenden wir uns auch an Sie und laden Sie herzlich ein, mit uns in Kontakt zu treten, sich auszutauschen über unser Projekt, unsere Webseite zu besuchen und vielleicht Initiativen zu entwickeln, auch in Ihrem Lande, in Ihrer Heimat, aus Ihrer Glaubenstradition solche Häuser auf One zu errichten, in denen der Dialog gepflegt wird und das Friedenspotenzial der Religion gehoben für ein gutes Miteinander, für ein gutes Leben auf unserer Erde. Gott segne Sie. Herzliche Grüße aus Berlin.